Passend zum Internationalen Weltfrauentag hat der Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Andreas Stoch, am 8. März bei einer Frauentagsaktion auf dem Schlossplatz ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Unter dem Motto Lohnlücke überwinden, Arbeitsmarktzugänge erleichtern, Chancengleichheit durchsetzen, wollen die Mitglieder des Landesvorstands der SPD sowie die SPD-Frauen Stuttgart der Gleichstellung von Frauen und Männern einen Schritt näher kommen. Also zunächst mal, wir haben zwar eine formale Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, aber de facto gibt es eben immer noch sehr viele Hürden, gerade für Frauen. Da geht es um den Arbeitsmarktzugang. Wir haben in Baden-Württemberg, weil viele Jahrzehnte die Konservativen das verschlafen haben, viel zu wenig Kinderbetreuung. 60.000 Kinder, die keinen Kita-Platz haben und deren Mütter können dann im Zweifel auch nicht arbeiten. Das ist ja ganz oft so, dass die Erziehungsarbeit und auch die Sorgearbeit gerade bei Pflegebedürftigen oft von den Frauen übernommen werden. Da braucht es Betreuungsstrukturen und das ist eine ganz große Forderung der Sozialdemokratie, dass jedes Kind entsprechende Kinderbetreuungsmöglichkeiten hat, dass Ganztagsschulen entstehen, damit Frauen einfach auch arbeiten können, was gerade in diesen Zeiten auch angesichts des Fachkräftemangels nicht nur gleichstellungspolitisch, sondern auch wirtschaftspolitisch sehr sinnvoll ist. Und auch unbefriedigend ist das Thema Lohnlücke. Frauen verdienen in Baden-Württemberg 22% weniger. Und es ist der größte Abstand in ganz Deutschland. Und es hat Gründe. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass auch Frauen gleiche Chancen am Arbeitsmarkt haben, gleiche Chancen auf guten und gerechten Lohn. Und vor allem müssen sie arbeiten können. Und deswegen brauchen wir auch dringend eine Beseitigung aller Hindernisse, die Frauen davon abhält. Wir stehen heute hier für Frauenrechte statt rechter Frauen, weil es gerade in der jetzigen Zeit, wo Dinge gesagt werden, die immer unverrückbar waren, verrückt werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, 2024 zu so einem Frauentag zu kommen und nochmal ganz klar zu machen, was für Rechte wir als Frauen haben, die Selbstbestimmtheit und Freiheit in diesem Land und die auch zu zementieren.